Handgemenge. Schiedsrichter müssen aufpassen, dass das hier nicht aus den Fugen gerät. Jetzt fliegen auch die ersten Bierbecher aufs Eis. Und da entwickelt sich ein munterer Line-Brawl da hinten. Da sind alle 10 auf dem Eis beteiligt. So, und das ist ein munterer Faustkampf jetzt. Rassinger ist da mit dabei gegen Herburger. So, das ist schon ein bisschen mehr als ein Eiertanz. So, da geht es jetzt erstmal auf die Bank für einige Akteure. Angefangen hat das auch wieder mit einer Aktion von Sean Brown. So, hier geht's los. Brown gegen Kaspitz. Einmal, zweimal. Und jetzt schauen Sie mal auf den Schläger. Also, die Axt von Klagenfurt nach Johannes Reichel, jetzt auch Sean Brown. Und dann, nach Abpfiff, geht's hier hinten los. Rassinger gegen Herburger. So, Sean Brown bekommt 2+2 Minuten. Einmal für den Crosscheck, einmal für Stockschlag. Und dann ist da hinten munteres Fäustefliegen. So, und wenn man da mal genau hinschaut, da ist da sogar Fingerbeißen mit dem Spiel. So. Thomas Rassinger und Rafael Herburger bekommen wohl 5+ Spieldauer jeweils, müssen also zum Duschen für den Faustkampf. Rechts mal ohne Maske zu sehen, Andy Kyodo. Der Goalie, der nach 4 Gegentoren seinen Kasten verließ. Und links, auch ohne Helm, Rafael Herburger, der den Weg in die Kabine wird antreten können. So, da wird sich jetzt nochmal beraten. Die Strafen sind wohl schon ausgesprochen. Also 5+ Spieldauer jeweils für Rassinger und Herburger und 2+2 für Sean Brown. Das heißt erstmal Überzahl für den VSV. Für die Nummer 77 Sean Brown 2 Strafminuten mit Rostex plus 2 Strafminuten mit dem Stockschlags. So. Gutes Spiel haben wir in den ersten 20 Minuten gesehen. Kaum Unterbrechungen, richtig gutes Playoff-Hockey. Im Moment wird das Spiel hier ein bisschen zerpflückt. Sean Brown sitzt jetzt erstmal 2+2 Strafminuten ab. Sean Brown, einer, der nicht so wirklich in Fahrt gekommen ist bislang in dieser Saison beim KAC, sorgt jetzt also für Unterzahl. Damit, wenn es dabei bleibt, fast 6 Minuten am Stück. Ein Mann mehr auf dem Eis beim VSV.